Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hoffentlich zum ersten Mal Elite 1 Squad Battle Rewards auf meinem RTK-Account. Und ich gebe euch zwei wichtige Tipps, wie ihr in Squad Battles bessere Resultate holt. Eins kennt ihr wahrscheinlich schon vom letzten Jahr und eins, das ist neu, das habe ich selber eben erst erfahren. Aber bevor wir reingehen, hatten wir ja ein Gewinnspiel vor ein paar Tagen gehabt, ja, um 30 Euro PSN, Xbox oder PaySafe Card. Ich habe hier jetzt schon alles reingespeichert. Hashtag war JackMac. Gucken wir mal, 65 Leute haben mitgemacht. Eigentlich wenig für ein Gewinnspiel. Aber schauen wir mal, wer gewonnen hat. Und der Gewinner ist Mr. Pro Gamer. Okay, ich will auf jeden Fall anschreiben, Bruder, antworte mir da. Und er schreibt, mache RTG, weshalb ich die Codes nicht eingelöst habe. Viel Glück an die anderen. Also sogar noch ein Ehrenmann. Check auf jeden Fall deine Instagram-Nachrichten. Ja, wie gesagt, da werde ich dir das dann schicken. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Tipps rüber. Erster Tipp von mir, Jungs. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ja? Wenn ihr Squad Battles auf Legende oder Ultimativ spielt, dann trickst der Computer übertrieben krass. Er macht einen dreifachen Heal-to-Heal-Flick, er macht Dragback. Was mich richtig abfuckt, ist immer, er macht diesen die Ballrolle und dreht sich immer ab. Der will immer weg von mir und das fuckt mich so ab. Und ich habe jetzt eben erfahren, wie ihr wahrscheinlich ausstellen könnt, dass die CPU so Faxen macht. Und das ist ganz einfach. Ihr geht hier in Einstellungen, Spieleinstellungen und dann, wenn ihr auf Partie geht, steht hier Wettkämpfermodus. Und guck mal, was hier steht. Aktiviere diese Einstellung, um schwerere Gegner zu erhalten, die den Spielstil einiger der weltweit besten FIFA-Spieler simulieren. Ja, anscheinend Mo oder keine Ahnung, Prones, weil die Tricks ohne Ende. Die Einstellung kann nur auf den Schwierigkeitsgrad Legende oder Ultimativ aktiviert werden. Wenn ihr das ausstellt, wird es wahrscheinlich so sein, dass die CPU dann nicht mehr so viel skillt und nicht mehr so Faxen macht und dich so richtig abfuckt, ne? Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen, euch Bescheid sagen, aber anscheinend vereinfacht das auf jeden Fall. Und ja, wer Bock drauf hat und ein bisschen das Spiel nur lernen will über Squad Battles, kann es ja gerne machen. Aber wer zum Beispiel wie ich nur da bin, um die Punkte abzuholen und keine Lust hat, wirklich abgefuckt zu werden vom Computer, weil die wirklich, die machen richtig krasse Faxen und du kriegst den Ball gefühlt für 5 bis 10 Minuten dann nicht. Ja, stell das mal aus. Ich kann nicht zu 100% sagen, ob das funktioniert. Ich werde es wieder aber die Tage euch Bescheid geben. Und der zweite Trick, den kennt ihr wahrscheinlich noch, aber vielleicht sind hier ein paar Leute dabei, die ihn noch nicht kennen und viele fragen sich, klappt der immer noch? Und das ist der Standing Fake Shot Freeze Squad Battle Bug Trick. Was ist dieser Trick? Dieser Trick ist einfach ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel 1-0 führt oder wie bei mir 5-0. Für diejenigen, die es nicht wissen, man kann in Squad Battle nur bis 5 Tore schießen, um die maximale Punktzahl zu bekommen. Wenn ihr zum Beispiel 6 Tore schießt oder 7 Tore schießt, macht das keinen Unterschied. Nur bis zu 5 Tore gibt euch zumindest für die Anzahl an Toren die maximale Punktzahl. Das heißt, meistens reicht das, wenn ihr auf 5-0 geht und dann das Spiel beendet. Ich bin meistens in der ersten Halbzeit dann schon durch, wenn ich gegen die einfachen Gegner spiele. Und der Trick ist ganz einfach. Ihr geht eigentlich am besten zur Außenlinie oder in der Nähe von der Seitenlinie und macht da einfach einen Standing Fake Shot. Wie geht der Standing Fake Shot? Ihr drückt die Schusstaste und danach sofort die Passtaste, ohne den linken Stick zu bewegen. Also schießen und dann auf Passen, ohne eine Bewegung. Ja, dann bleibt er einfach stehen und dadurch aktiviert er irgendwie so, dass der Computer irgendwie, ja, dich nicht mehr angreift. Manchmal klappt das nicht, manchmal, wir müssen es nochmal probieren, aber meistens klappt das, wenn ihr es an der Seitenlinie macht oder im gegnerischen Strafraum, war es so im letzten Jahr. Probier das mal. Also ich habe das jetzt auf Legende probiert, die zweithöchste Schwierigkeitsstufe und gegen die oberen Gegner, also die einfachen Teams. Ja, die starken Teams kann es mal sein, dass sie dann auf einmal trotzdem angreifen, weil die vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität haben. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ja, vereinfacht das für jeden von uns. Ja, dann kannst du nämlich nebenbei was anderes machen, anstatt nur mal irgendwie 7 Minuten unnötig zu spielen. Also dieser Bug geht dies ja immer noch und wie gesagt, den anderen werde ich schon mal für euch testen. Dann würde ich sagen, habe ich genug gequatscht? So Freunde, schnacken wir nicht so lange. Ich gucke gerade, wo meine Rewards sind. Hier sind, müssen die sein. Bitte, yes! Elite 1, weil ich glaube, ich hatte eine Stunde noch oder eine halbe Stunde, bevor es zu Ende war, nur noch 1000 Punkte gehabt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nicht reicht, aber es hat für Elite 1 gereicht. Das ist sehr, sehr nice. Das sind nämlich 30.000 Münzen und 255 K-Packs. Leider sind die Vorbesteller-Packs noch nicht am Start. Ja, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, so, dann müssen wir halt noch warten. So Freunde, dann würde ich sagen, mache ich die Packs auf. Danach gehe ich auf jeden Fall nochmal auf mein Team ein. Das hat sich ein bisschen verändert. Und natürlich, wie sieht's aus mit einer Liste? Was habe ich verkauft? Wie habe ich Münzen gemacht? Ja, wie bin ich auf 180.000 Münzen gekommen? Und vieles mehr. Darauf werde ich wieder gleich nach den Packs drauf eingehen. Ich hoffe, wir können heute aus den einen von den beiden Packs meinen ersten Workout ziehen. Ich warte immer noch auf einen Workout auf der RTG. Beide sind tauschbar. Come on, erstes 55k-Pack, EA Sports. Bitte enttäusch mich nicht. Lass es einmal gut sein. Es ist kein Workout. Es geht aber durch. Ibrahimovic. Oh. Der ist, glaube ich, nichts wert, ne? 380er. Aber es kann natürlich noch was dahinter sein.
Aber 83 Ibrahimovic willst du natürlich nicht sehen. Kann da noch was dahinter sein? Hier ist Boots. Ah, ich weiß nicht. Nee. Das ist ja 2-3K. Wang Hee-chan ist 2-3K. Vielleicht ist der noch am teuersten. Nee, auch nicht. Hinten haben wir wenigstens zwei Shadow-Karten. Ja, die können natürlich jetzt die Tage, die Wochen auf 5K steigen. Das sind so auch schon mindestens 10K. Gut, Freunde. Oh, erstes Pack war jetzt wirklich schlecht, muss man sagen. Ich hoffe, das zweite gönnt ein bisschen mehr. Oh. Sagt nichts. Ich hoffe einfach nur. Ich bete. Das ist wieder kein Workout. Ich warte immer noch auf meinen ersten Workout. Usman Dembele! Let's go! Der ist, glaube ich, teuer, Brudis. Der müsste so bei 70.000 liegen oder 60.000. Das ist Big Win, Chef. Ich glaube, das ist Big Win. Damit haben wir aus den Rewards über 100.000. Machen wir die Münzen dazu rechnen. Da hat sich das doch noch gelohnt. Ja, wie viel ist denn? Oh! 80.000! Nein, der ist, glaube ich, sogar 90.000. Oh mein Gott, 85.000 ist der Wert. Madison ist, glaube ich, auch nochmal so, ja, 3K. Okay, Jungs, also ich glaube, wir haben ungefähr, wenn wir wirklich alles verkaufen, wieder Shadow-Karte, wenn wir komplett alles verkaufen sollten, müssen wir ungefähr 150.000 rausgeholt haben, weil allein Dembele 80.000 Münzen, 30.110, wenn die anderen Karten, die Shadow-Karten dazu rechnen, die ganzen Spiele, müssen wir bei über 150.000 sein. Da würde ich sagen, hat sich das wirklich gelohnt, die Squad Battles mal zu spielen. Jetzt brauche ich gleich eure Hilfe. Ich zeige erstmal, was habe ich die Tage gemacht. Ganz kurz. Ich habe ein bisschen gesniped, da könnt ihr auf jeden Fall das Video von Robbie, The Real Paints, mal abchecken, der hat es gut erklärt, wie man sniped. Ich habe es ein bisschen mal gemacht, aus Langeweile, zum Beispiel so ein Hazard mal gesniped, damit habe ich irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8K gemacht. Dann habe ich mit denen hier 3, 4K gemacht, in Fabinho. Dann habe ich das Insignia als UV drauf gehabt, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal kaufe. Dann habe ich so einen Rashford, habe ich auch irgendwie 5, 6K gemacht. Tees habe ich nochmal ein paar gekauft, aber habe jetzt auch nicht so viel Profit gemacht. Ich glaube, ich hatte 3 Tees gehabt und habe insgesamt 10K gemacht, ja. Der wechselt ja zum Manu, dann ist er gestiegen durch den Hype. Ihr wisst, meistens solche Hype steigen die. Und die restlichen Spieler sind eigentlich alles, ja, Spieler aus der UV-Liste, die ich wieder nachkaufen werde. Wie gesagt, ich habe jetzt eine ungefähr 85er UV-Liste. Also meine Liste ist fast voll. Hier sind ein paar teure Spieler auch dabei, wie zum Beispiel Di Maria, zum Beispiel Insigne dabei. Ich habe auch noch meinen Sanchez hier drauf, den ich vielleicht verkaufen werde, weil 81 Rating. Und der war, glaube ich, bei 40, 50K. Ja, das habe ich noch alles auf der Liste. Also das sind viele Spieler so in dem 2.000 bis 5.000 Bereich, die ich dann für 1, 2K Profit draufstelle, um die ab und zu weggehen. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Wir haben, glaube ich, ungefähr 600.000 Transfererlös, was auch in Ordnung ist. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gesniped wie die anderen Leute. Ich habe einfach auf chillig getradet und mein Team sieht momentan so aus. Da habe ich eben noch einen Gabriel Jesus gesniped, ja, für 50.000. Ob ich ihn behalte, schaue ich mal, ob der mir gefällt. Der ist ja momentan extinct, also kann ich auch keinen Verlust mit machen, ist ja eher ein Investment. Bale habe ich noch, wie gesagt. Dann haben wir noch einen Tomori letztens gezogen. Ein Ake habe ich ja auch noch, der ist extinct. Traoré ist noch extinct. Und João Felix gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss mal schauen. Auf jeden Fall bleibt in dem Team wahrscheinlich ein João Felix erstmal, ein Bale. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben. Ich will am Dienstag ein semi-gutes Team bauen, damit ich ein bisschen Division Rivals grinden kann. Ich will nicht mit einem Schrott-Team reingehen. Ich will aber auch nicht einmal eine Münzen reinstecken. Gib mir mal ein paar Tipps. Was kann ich hier zum Beispiel noch bauen? Mit zum Beispiel Münzen im Wert von 200, 250, 300.000. Soll ich mir vielleicht Timo Werner holen und irgendwie so spielen und dann irgendwie zwei ZDMs hier einbauen, also sowas in der Art? Oder was könnt ihr mir empfehlen? Wen soll ich mir holen? Wer könnte langfristig nach oben gehen und kann man jetzt momentan spielen? Also ich bin am Überlegen. Ich habe noch 15 Minuten. Ihr seht, meine E-Access-Phase läuft eh bald ab. Das ist auch ein gutes Thema. Ich werde wahrscheinlich dann am Dienstagabend streamen, ob auf YouTube oder Twitch, weiß ich nicht. Folgt einfach beiden Kanälen, aktiviert da die Glocke. Ich werde auf jeden Fall Dienstagabend auf einen von den beiden Kanälen richtig reingrinden mit der RTG in Division Rivals. Ich will auf jeden Fall ein paar Games, ich will das Spiel verstehen. Und ja, natürlich, ja, grinden. Ja, gib mir, wie gesagt, ein paar Tipps, was ich holen kann für 200.000, 300.000. Wie gesagt, meine Liste ist eh momentan gut voll. Ich kann es eigentlich nur noch upgraden und nicht mehr Spieler dazu kaufen. Von daher bin ich zufrieden mit der Liste. Mit dem mache ich dann nebenbei immer ein bisschen Points und kann jetzt mein Team langsam aufbauen. Gut, dann würde ich sagen, was im heutigen Video. Schreibt mir in den Kommentarbereich, wen habt ihr gezogen? Na, habt ihr irgendwas Gutes gezogen, außer euren Squad Battle Rewards? Momentan 27-0, weil das war ja jetzt nur 5 Spiele, weil es 22 Squad Battle Rewards. Und ja, ich bin zufrieden. Usman Dembele, 85.000. Den nehmen wir mal lecker schmecker mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen die Tage wieder.
mit einem neuen Video oder im Stream. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Euer Casey, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.